Herzlich willkommen zu unserem Lohnhallengespräch in Bottrop. Unser heutiges Gesprächsthema steht unter dem Motto Vielfalt – Wege zu einer offenen und wertschätzenden Gesellschaft. In diesem Zusammenhang ist es für uns besonders wichtig, auch über den Abbau von Vorurteilen zu sprechen. Und dafür wollen wir heute Professor Dr. Manfred Nowak interviewen. Bekannt geworden ist Professor Nowak durch seine Tätigkeit als UNO-Sonderbeauftragter für Verschwundene im ehemaligen Jugoslawien. Er arbeitet an der Universität Wien in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, Abteilung für Völkerrecht und internationale Beziehungen. Er ist Mitbegründer und Institutsleiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte. Hier kommt natürlich die Frage auf, was hat der Einsatz für Menschenrechte mit dem Abbau von Vorurteilen zu tun? Und um diese Frage zu beantworten, machen wir jetzt eine kleine Weltreise. Und zwar von Bottrop über den Atlantik, in das sonnige Kalifornien in der Nähe von San Francisco, wo Professor Nowak zurzeit sein Sabbatical mit einer Gastprofessur an der Stanford University verbringt. Herr Nowak, wie entstehen eigentlich Vorurteile? Warum ist eigentlich niemand von uns vorurteilsfrei? Wir alle haben Identitäten, weil wir uns so definieren, und natürlich mit diesen Identitäten auch von allen anderen irgendwie abgrenzen wollen. Ob ich ein Mann bin oder eine Frau bin, welche Religion ich habe, was ist meine Staatsangehörigkeit, meine ethnische Herkunft. Das ist ein Teil unserer Privatheit. So verstehen wir uns, so identifizieren wir uns. Sobald man aber diese Identitäten zu stark macht und dadurch ein Gruppenverständnis schafft, das andere ausgrenzt, dann wird es schwierig. Natürlich haben wir alle Vorurteile. Es gibt niemanden, der oder die nicht bei Amerikanern an gewisse Dinge denkt und bei Russen an andere denkt und bei Deutschen wiederum an dritte Dinge denkt. Das ist im Prinzip auch nicht so fürchterlich, dass wir hier gewisse Erfahrungen haben, die wir dann verallgemeinern. Schwierig wird es dann, wenn aus diesen Vorurteilen ganz bewusst einfach Ängste geschürt werden, Ängste gegenüber dem anderen im weiteren Sinn, und dann Sündenböcke draus gemacht werden. Und das ist leider in der populistischen Politik sehr, sehr häufig der Fall. Und die Grenze ist dann sehr schnell erreicht, wo das wirklich gefährlich wird. Also wir müssen uns auch immer bewusst sein, dass wir alle Rassisten sind. Es gibt niemanden, auch wenn wir noch so gut uns dagegen wappnen wollen. Wir haben alle so etwas tief eingebaut, aber wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen auch ganz ständig daran arbeiten, unsere eigenen Vorurteile in Frage zu stellen. Ich merke das jetzt selber, ich bin mit meiner Familie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach der ganzen Zeit der Bush-Regierung gibt es sehr, sehr viel Anti-Amerikanismus in Europa. Einfach hierher zu kommen und offen zu sein, die ganzen Dinge, die uns stören an den Amerikanern, aber auch die ganzen Dinge, die uns lieben, einfach zu sehen, auf uns einwirken zu lassen und nicht alles sofort in ein Kästchen geben und sagen, aha, das bestärkt genau mein negatives oder auch positives Vorurteil über die Amerikaner. Können Sie uns sagen, wann Abgrenzung zur Ausgrenzung wird? Je stärker ich in den öffentlichen Bereich gehe, privat kann ich im Prinzip auch sehr, sehr vorurteilsbeladen sein. Es wird mein Leben nicht unbedingt verbessern, vielleicht vereinfachen. Vorurteile sind auch sehr einfach. Da kann man sehr, sehr schnell sagen, der ist so und die ist so und sie ist deswegen so, weil sie eine Frau ist und er deswegen, weil er Moslem ist oder was immer. Dann brauche ich mich gar nicht mehr weiter mit der Person auseinandersetzen. Ich habe die Person in eine Schachtel, wie sagt man da auf gut Deutsch, Schachtel ist, glaube ich, ein österreichisches Wort, also in eine Box gegeben. Ja. Aber so weiter ich in den öffentlichen Bereich gehe, also zum Beispiel ich ein großer Unternehmer bin und Leute anstelle bzw. entlasse und hier nicht diskriminieren soll oder dann gar eine staatliche Funktion übernehme, desto mehr Verantwortung habe ich, auch je mehr Macht ich habe, desto mehr muss ich aufpassen, dass ich nicht meine persönlichen Vorurteile jetzt auf meine Firma oder gar auf eine staatliche Institution übertrage und sage, aber eigentlich mag ich Moslems nicht und daher will ich keine Moslems aufnehmen in meinem Betrieb oder in mein Ministerium.
Das heißt, natürlich hat der Staat eine stärkere Verpflichtung, nicht zu diskriminieren und sehr, sehr genau sich anzusehen, ob noch aufgrund des Geschlechtes oder der ethnischen Herkunft oder der Religion eine Unterscheidung überhaupt gemacht werden darf. Also Unterscheidungen dürfen im Prinzip gemacht werden, aber sie müssen sehr, sehr gut begründet sein. Und wenn Sie immer was Willkürliches haben, dann spricht man von Diskriminierung. Also Diskriminierung ist immer verboten. Unterscheidungen, auch aufgrund des Geschlechtes, gibt es aber nur mehr sehr, sehr wenige. Vor 30 Jahren gab es viele Unterscheidungen. Frauen durften nicht in der Nacht arbeiten, Frauen durften nicht Piloten werden und so weiter, natürlich nicht in die Bundeswehr. Alle diese Dinge haben sich durch den Abbau von Vorurteilen als nicht mehr notwendig oder als falsch herausgestellt. Wie definieren Sie Verantwortung im Zusammenhang mit der Ausübung zum Beispiel von Meinungs- und Medienfreiheit? Das ist ein ganz, ganz wichtiges und auch schwieriges Thema. Meine interne Meinung, mein Gewissen, mein Glaube lässt mich völlig frei. Ich kann auch Faschist sein, ich kann Rassist sein, ich kann was immer sein, solange ich damit nicht in die Öffentlichkeit trete, damit ich nicht oder andere damit gefährde. Wenn ich aber jetzt in einem öffentlichen Statement rassistische Aussagen mache oder homophobe oder sonst wie diskriminierende und gleichzeitig aufhetze zu Gewalt, zu Hass, dann muss sogar der Staat eingreifen. Wo hier die Grenze ist in einer streitbaren Demokratie, das ist sehr, sehr schwer generell festzulegen. Das muss man im Einzelfall sich ansehen. Das hängt auch vom konkreten Kontext ab. In Deutschland und Österreich ist der Holocaust noch immer so sehr in unserer kollektiven Wahrnehmung, dass wir besonders kritisch sind, wenn es neonazistische Gruppen gibt, die wir wahrscheinlich früher verbieten werden, als vielleicht in Ländern, wo der Holocaust nicht diese Rolle gespielt hat. Und Ähnliches gilt für gewisse religiöse Diskriminierungen. Aber ich muss einfach den Anfängen wehren. Das ist ganz, ganz wesentlich, weil sobald ich solche verhetzenden Aussagen zulasse, kann man sehr, sehr schnell dann in eine Situation kommen, wie wir sie zum Beispiel in Jugoslawien gesehen haben, wo man dann sehr, sehr schnell einfach innerhalb von wenigen Jahren zu ethnischen Säuberungen bis hin zum Völkermord kommt. Das heißt, es ist ganz wesentlich, dass eine Gesellschaft sich früh gegen Feinde der Demokratie, aber auch Personen, die unter dem Schutz der Menschenrechte, nämlich Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, in Wirklichkeit Hass und Diskriminierung und Vorurteile schüren. Deutschland hat ja aus den Fehlern der Vergangenheit, auch der Weimarer Republik, gelernt und eben im Grundgesetz sich zur streitbaren Demokratie bekannt. Das heißt auch gesagt, wir geben dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, extreme Parteien, die eben durch ihre Agitation Demokratie, aber auch menschenrechtsgefährdend sind, dass diese verboten werden können. Damit muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig, sehr verantwortlich umgehen, weil in einer funktionierenden Demokratie müssen auch schockierende Aussagen möglich sein. Aber sobald sie wirklich sich gegen eine Minderheit, gegen eine ohne dies schon sehr marginalisierte Gruppe richten und hier Sündenböcke schaffen und die wirklich verächtlich machen, diskriminieren, dann muss der Staat auch wirklich positiv einschreiten, um hier den Anfängen zu wehren, weil sonst ist man sehr, sehr schnell und gerade in heutigen populistischen also Gesellschaften mit populistischen Parteien muss man sehr, sehr aufpassen, dass zum Beispiel die Fremden, also die Ausländer, Ausländerinnen, nicht für alles verantwortlich gemacht werden, wie Arbeitslosigkeit oder Wohnungsprobleme und so weiter, sondern dass wir hier wieder zu einem rationalen, demokratischen Diskurs zurückkehren können. Wenn Sie davon sprechen, dass das wichtigste Menschenrecht das Recht auf Anderssein ist, human right to be different, was bedeutet das und wo ist dieses Recht bereits definiert? Es ergibt sich aus dem Recht auf Privatheit. Die Privatheit ist ein ganz wichtiges liberales Grundrecht, das auch sehr, sehr weit geht.
das auch heute immer wieder sehr kontroversiell diskutiert wird, das aber sagt, meine Privatheit, ich kann das am besten so umschreiben, ich habe um meine Person herum so eine Art Aura. Solange ich hier nicht andere beeinträchtige, muss ich das Recht haben, so zu sein, meine Identität, meine Sexualität, meine Vorlieben und so weiter, auch wenn die andere stören möchten, solange ich sie in meinem privaten Bereich ausübe, auch anders zu sein als alle anderen. Und gerade die sexuelle Orientierung ist ein gutes Beispiel, weil wir hier in einem Prozess des Lernens sind. Bei der Geschlechterdiskriminierung haben wir, da war dieser Prozess in den 50er Jahren oder vielleicht schon vorher, dass man sagt, eigentlich darf man Frauen nicht diskriminieren. Das ist heute im Wesentlichen Mainstream oder auch bei der Hautfarbe. Das ist auch, das wissen wir, dass man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe nicht diskriminieren darf. Bei der sexuellen Orientierung, da gehen die Meinungen noch sehr, sehr auseinander. Die katholische Kirche spielt hier eine ganz wichtige Rolle und so weiter. Das heißt, es gibt sogar noch Staaten in Afrika, und in der arabischen Welt, die Todesstrafe für Homosexualität als solche vorsehen. Und in anderen Staaten gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe. Das heißt, hier sind sehr, sehr große Unterschiede und gerade hier kann man sich selbst sehr, sehr gut überprüfen, bin ich hier wirklich vorurteilsfrei? Was ist, wenn meine Tochter oder mein Sohn kommt und sagt, ich möchte eine gleichgeschlechtliche Liebesbeziehung eingehen? Bin ich da enttäuscht oder würde ich ihr davon abraten? Gerade das sind so Dinge, seine eigenen Vorurteile zu überprüfen oder sagen, ich freue mich für dich. Das ist wunderschön, dass du das machst und ich hoffentlich gibt es die Möglichkeit auch in dem Land, wo ihr leben werdet, dass ihr euch, wenn ihr wirklich zusammenbleiben wollt, dass ihr eine Ehe eingehen könnt. Hier gibt es sehr, sehr, sehr große Unterschiede und daran kann man am besten ersehen, wie stark wir noch alle vorurteilsbehaftet sind, aber dass man aufgrund der Menschenrechte auch wir sehr, sehr stark in die Richtung der Inklusion gehen und sehr, sehr viel Bewusstsein auch für den Abbau von Vorurteilen durch die Menschenrechte geschaffen wurde. Oft waren hier die Menschenrechte viel und auch internationale Verträge lange schon vor dem gesellschaftlichen Wandel. Wenn ich mir ansehe, die UNO-Konvention gegen die Diskriminierung der Frau aus den 70er Jahren war damals eine sehr, sehr fortschrittliche Konvention oder später die Konvention über die Rechte des Kindes, wo man sagt, das Kind ist eigentlich gleichberechtigt in Gesellschaften, wo Kinder auch bei uns noch sehr oft wirklich als unser Eigentum gesehen wurden, oder jüngst 2006 die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Das ist ein neues Thema. Wie gehen wir mit Menschen mit geistiger oder auch physischer Behinderung um? Wir haben alle Vorurteile. Wir sind alle nicht gewohnt, Inklusion zu leben. Was müssen wir zukünftig tun, damit das Menschenrecht auf Gleichheit in der Verschiedenheit in unserer Gesellschaft anerkannt ist? Haben wir da eigentlich eine Chance? Natürlich haben wir eine Chance. Wir haben, und das sollten wir auch nicht vergessen, wir haben in den 60, 70 Jahren, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, sind es bald 70, sehr, sehr viel erreicht, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Wir haben universelle Menschenrechte nicht nur proklamiert, sondern in rechtlich verbindliche Normen gegossen. Und natürlich ist es ein langer Weg, bis die wirklich überall umgesetzt werden. Aber wir denken Sie gerade an die Gleichberechtigung der Frauen. Wie war die Situation der Frauen in den 50er Jahren und wie ist sie heute? Und zwar weltweit. Damals haben noch viele Frauen in der Schweiz zum Beispiel noch nicht einmal wählen dürfen. Das wäre heute undenkbar. Oder in hohen politischen Ämtern zu sein. Oder heute gibt es ja eine schweizerische Bundespräsidentin. Das ist nichts mehr Außergewöhnliches. Oder eine deutsche Bundeskanzlerin. In den 50er Jahren wäre das völlig, völlig undenkbar gewesen. Das heißt, da hat sich wahnsinnig viel geändert. Und so kann man sich die unterschiedlichen Bereiche ansehen, wo diskriminiert wird, wo es Vorteile gibt. Wie gesagt, in der ganzen homosexuellen Diskussion sind wir jetzt noch so mittendrin, aber mehr und mehr Menschen finden heute kein Problem mehr, sich zu outen. Noch vor 10, 20 Jahren haben sie fürchterliche Angst gehabt, wenn ich mich oute, dann verliere ich den Job oder ich kriege eine Wohnung nicht oder ich kriege keine Pension und so weiter. Heute ist das alles im Prinzip verboten und dadurch ändert sich auch die Realität. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel erreicht.
Das war ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank.